So, und was macht denn der Honk jetzt? Das weiß er selber noch nicht. Also erstmal geht er jetzt hier zur Tür raus und schaut mal, ob draußen eine Karawane herumscharwenzelt, wo man vielleicht die eine oder andere Schematik, das eine oder andere Baurezept hervorkriegen könnte. Da steht wer? Ich glaube, diesmal ist es der Waffenhändler. Moin. Ja. Dann. Achso, das ist die Karawanenwache. Ah, er ist es. Nö, ich bin nicht auf der Suche nach einer. Ich würde gerne etwas über die Handelskarawane hören. Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung. Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Ja, Canterbury Commons und so weiter, da wird es später noch lustige Sachen geben, gerade in Bezug auf die Karawanen, das weiß ich noch. Irgendwas war da. Es macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt hier schon nach gerade mal einer Stunde den Kaffee alle haben. Ich glaube, das ist normal. Der Ingwer-Tee ist aber scharf. Hahaha, den habe ich mal wieder richtig cool gemacht. Gute Sache! Ich bin hier, weil ich was kaufen will. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Ja, weißt du was? Ich kaufe dir sämtliche Muni. Ja. Ich habe dir gerade meine Muni. Okay. Was ich brauche, ist das Diagramm für die Nuka-Granate. Das habe ich nämlich letztes Mal übersehen. Hast du Stimpaks noch? Nö, hast du nicht. Habe ich denn irgendwas, was... Ah ja, aufgebreitetes Wasser. Und hier die eiskalten Nuka-Colas, die kannst du alle haben, Vogel. Nein, ich habe dich nicht gerade... Und die Hammer-Dinge hier. Ja, ich könnte ihm jetzt den Nuka-Cola-Automat und die Werkbank verkaufen. Warum das denn jetzt? Fuck. Und die Kronkorkenmine hier kannst du auch haben. Schraubenschlüssel kannst du haben. Ja, ich denke mal, also wir werden Danke. Geld brauchen, ganz Mal, viel. Wenn Sie etwas Besonderes benötigen. Du bist also Drogendealer. So sehen Drogendealer hier in dieser Welt aus. Style, Baby. So, passe mal auf. Da ich nicht weiß, ich habe wirklich keinen Plan und ich will auch gar keinen Plan haben, wo wir hinfahren. Wir hatten hier letztes Mal, weißt du? Hier, guck mal. Nee, Bibliothek von Arlington wollen wir nicht hin. Ich will zum Nuka-Cola-Werk, weißt du das? Das war letztes Mal lustig da. Wir fahren da mal hin. Und ich hoffe, da ist kein Yaoguai. Kein Ready? Wir hatten doch hier letztes Mal Ready-Alarm. So. Also, ich halte mich nicht an irgendwelche Dinge wie, das nach dem und so weiter und so fort. Also, Hauptquest, Questen und so weiter und so fort. Das ist alles im Fluss. Wenn ich das hier 100% machen will, und das will ich, dann müssen wir hier überall durch. Und insofern ist es ziemlich scheißegal, was wir zuerst machen, was wir zuletzt machen oder was wir zwischendurch machen. Ja, ich bin die Pippi Langstrumpf des Ödlands, verschlossen sehr schwer. Das heißt, wir sollen hier eigentlich noch gar nicht sein. Ja, so. Vielleicht können wir trotzdem noch die eine oder andere Nuka-Cola Quantum hier abgreifen oder die eine oder andere Kaffeetasse. Die Nuka-Colas letztes Mal waren ja eigentlich schon ganz schön. Ja, so, also ich muss Nuka-Colas in den Automaten reinfüttern, damit sie gekühlt werden. Sehe ich das richtig? Und ja. Ja. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so ein, dass ich das machen muss. Ist doch nur unnötiger Kram. Wahrscheinlich sind die gekühlten Nuka-Colas irgendwie besser, ne? Kann das sein? Raspoale, du kennst dich sicherlich damit aus. Mülltonne. Ja, ich wühle auch bei uns zu Hause immer gerne hier in Hamburg in den Mülltonnen rum. Habe ich schon mal erzählt. Das ist immer wieder ein großer Spaß. Verschlossen sehr schwer. Dietrich-Fähigkeit von 100 benötigt. Wir sollten wirklich den Dietrich-Fähigkeit hochleveln. Weil das Ding ist schlichtweg, wir haben jetzt schon so viele Locations, wo wir eine Dietrich-Fähigkeit
höchsten Grades benötigen, um da so richtig schön weiterzukommen, dass wir jetzt langsam mal uns daran machen sollten, genau das zu haben. Oh, ein Forschungsterminal. Noch ein Forschungsterminal. Hier ist ein Schreibtisch. Wir werden uns gleich um die Forschungsterminals kümmern. Wir haben natürlich keine Angst davor. Ah, mir geht die ganze Zeit, wenn ich was von Angst sage, mir die ganze Zeit von Fehlfarben dieses Stück durch den Kopf. Wir haben Angst, aber leider keine Zeit dafür. Das ist ein geiler Text, echt. Also die Formulierung alleine. Wir haben Angst, aber leider keine Zeit dafür. Ah ja, hier, erfordert Schlüssel. Wahrscheinlich können wir mit den Forschungsterminals diesen Safe auch entschlüsseln. Ja. Okay, ich werde mal kurz einen Schnellspeicherstand machen. Schon wieder 5 Minuten aufgenommen seit dem letzten Mal. Okay, also. Ach so, nö. Hier müssen wir gar nichts knacken oder was? Was hier los? Firmenankündigung. Jetzt will ich mal sehen, wie gut ich angetrunken vorlesen kann. Die Nuka-Cola Corporation freut sich, sämtlichen Mitarbeitern mitteilen zu können, dass die ersten Lieferungen der neuen Nuka-Cola Quantum auf dem Weg zum Vertrieb in der Gegend um Washington DC sind. Dieses Vorzeigeprogramm für den Testmarkt stellt den Höhepunkt dreijähriger Forschungsbemühungen dar, um den erfrischenden Quantum-Geschmack auf den Markt zu bringen. Wir beglückwünschen sämtliche Mitarbeiter zu einer herausragenden Leistung. War ja eigentlich gar nicht schlecht. Quantum-Fortschrittsbericht 00067. Die Versuchspersonen des Nuka-Cola-Quantum-Programms sprechen auf den veränderten Geschmack und das neue Isotop gut an. Bisher sind in dieser Testgruppe nur die folgenden Nebenwirkungen aufgetreten. Bei 3 Versuchspersonen Schwindelanfälle und bei je einer Versuchsperson Übelkeit bzw. Beeinträchtigung des Sehvermögens. Wir halten dies bei 50 Versuchspersonen für eine akzeptable Zahl und erteilen für die Produktion dieses Produktes unsere Genehmigung. Also ich würde auch sagen, ne? Also 2, 3 von 50, geht klar. Digi, Isotope und so, ist doch schön. Vor allen Dingen, hat gehört, also es soll so sein, nicht nur die Cola leuchtet, sondern auch, wenn du wohin pieselst, leuchtet das. Das heißt im Endeffekt, du könntest im Endeffekt, wenn du irgendwo auf einer einsamen Insel bist, auch einfach das SOS in den Sand pinkeln und es würde sogar vom Weltall aus zu sehen sein. Und sogar Außerirdische könnten es unter Umständen mit einem auf Isotope, auf Strahlung ausgelegten Teleskop erfassen und dich retten. Mein Gott, was für ein Fortschritt. Quantum-Fortschrittsbericht. Isotop C772 hat sich für die erste Testgruppe als zu schädlich erwiesen, die nun aufgrund ihres Widerstandes unserer Programm fortzuführen aufgelöst werden muss. In dieser Gruppe kam es zu 4 Todesfällen. Oh oh. 12 schwerwiegenden Organversagen. Oh oh. Und 32 internen Strahlungsverbrennungen. Das kann ja mal passieren. Für die gegebene Testgruppe ist diese Zahl der Nebenwirkungen inakzeptabel. Wir empfehlen daher auf ein anderes Isotop wie C774 oder VR oder UR993 umzusteigen. Ich würde aber auch mal sagen, UR993, da ist Urin drinne. Statt Uran, das ist mit Sicherheit besser. Quantumforschungsbericht, bla bla bla. Isotop C770 hat sich als fataler Fehlschlag entpuppt. Alle Testpersonen haben schwerwiegende Organversagen erlitten und sind innerhalb von 3 Tagen nach Ingestion gestorben. Nun ja, manchmal müssen Opfer gebracht werden. Wir empfehlen, die Container A32 in den Produktionsräumen sofort zu vernichten und auf Isotop C772 umzusteigen. Wer weiß. Nein, ich würde die Container nicht vernichten. Ich meine, die Chinesen sind noch da und die greifen euch an. Warum nicht die Container über China abwerfen? Problem gelöst. Bitte senden Sie das übliche Nuka-Beileid Obst- und Käsepaket an die Familien der Testgruppenmitglieder. Das, liebe Freunde, ist meine Form von Humor. Geil, weil eben, also es sterben Leute in meinem Produktionsprozess und ich schicke ihren Familien ein Obst- und Käsepaket. Wahrscheinlich mit einer Flasche Nuka-Cola Quantum, die das gleiche Isotop enthält und dann sind auch gleich Klagen ausgeschlossen. Könnte man ja machen. Demnächst neue Geschmacksrichtung.
Wichtige Mitteilung für sämtliche Mitarbeiter der Nuka-Cola Corporation. Wir sind stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass die F&E für Nuka-Cola Clear abgeschlossen ist. Mit nur geringfügigen Lebenseinbußen können wir das Aussehen von Nuka-Cola verändern und denselben tollen Geschmack beibehalten. In Kürze wird Marketing das Flaschendesign und die Marketingstrategie erarbeiten. Die gesamte Forschungsabteilung dankt Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre unter Umständen geopferten Leben. Amen. Kapitalismus ist schon was Geiles. So. Kann ich mal hier raus? Also, es gibt nichts weiteres hier. Nun denn. Okay. Haben die anderen Terminals denn irgendwie was anderes zu bieten? Moment. Forschungsterminal. Ja, ich erschieße das Forschungsterminal am besten. Nö. Und ich dachte, ich könnte unter Umständen diesen Tresor da drüben öffnen mit diesem Forschungsterminal. Vielleicht mit dem hier. Na ja. So, dann wollen wir mal schauen. Erfordert Schlüssel. Wo zum dreimal gebürsteten Tintenfisch solchen. Ach, guck mal, was hier noch alles rumliegt. Das haben wir hier alles zurücklassen müssen. All die schönen Schätze. Malu. Ist hier wer? Ist hier denn wer? Guck mal. Bum, bum. Ach, ist das schön. So, pass mal auf. Hier muss doch irgendwo der Schlüssel sicherlich in einer Karton-Geschichte sein. Dampfanzeige Gleisnägel. Was ist wohl in diesen Säcken drin? Feinstes Isotop. Isotop-Ozon. Kleine Anspielung. Öffne Metallkiste. Also warum brauchen die hier Gleisnägel? Kommen die auch in die Nuka-Cola rein? Die neue Nuka-Cola Quantum. Jetzt mit 50% mehr Gleisnägeln und Kamera und Messer. Ja, kann ja mal passieren. So. Ach, es ist doch so wunderschön. So, also, ja, nö, hier ist mal gar nichts. Da. Hihi. Nö, es explodiert nichts. Das ist ja Offices. Hirings. Warte mal, kann ich hier vielleicht, wenn ich da... Ich will ja nur mal was ausprobieren. Lass mich doch mal was ausprobieren. Ich will das Lasergewehr. So, dann einmal öffnen. Tür. Hallo. Och, guck mal. Das ist ein Meyer-Lurk. Ein Nuka-Lurk. Ach, scheiße. Ja. Ich muss ihm in die Fresse schießen. Horsti, falls es bei falls es in Fallout 4 die Dinge auch gibt, man muss das Gesicht treffen. Die Panzerung ansonsten ist undurchdringlich. Das ist also ein Nuka-Lurk. Ich hoffe, das werden wir überleben. Ah! Oh! Wow! Weg hier! Ich muss ein bisschen Abstand gewinnen. Halt Abstand, du Vogel. Es ist Corona-Zeit. Es ist diese Zeit des Jahres. Corona-Zeit. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Ich glaube, hier gibt es mehrere von den Viechern. Eieiei, Baby. Okay, das sind also Meyer-Lurks, die wohl Nuka-Cola getrunken haben und dementsprechend nukaliert, also mutiert sind. Nuka-Lurk-Fleisch. Geilo. Kann man mit dem Zeug irgendwas anfangen? Ich habe keine Ahnung. Och, guck mal. Doch, jetzt sind doch zerlegt. Ah, wieder was für den guten Walter. Auf Tür offene nach zu nach Aufbewahrungs- und Mischfässer. Ah, ich denke mal, hier werden wir noch mehr Nuka-Lurks finden. Soll ich mal speichern? Ich mache mal einen Schnellspeicherstand. Einfach so. Moinsen! Nuka-Lurks! Ach, guck mal. Die leuchten so schön, finde ich. Ach, wäre das schön, wenn die Tasten belegbar wären. Wow. Voll in die leuchtende Gesichtsabteilung.
Hallo, du kleine Gesichtspizza. Ich glaube, ich sollte eine andere Waffe nehmen. Ich habe ihm gar nicht so richtig ins Gesicht geschossen. Ich habe das... Nein, habe ich nicht. Ich bin nicht schuld. Stimpak! Ich sollte vielleicht eine andere Waffe nehmen, wenn wir hier nicht auf diese Herren Roboter sofort treffen. Hier knackert schon wieder was. Hallo, Herr Roboter. Wenn ich den vielleicht befreie... Oh, hier sind so viele schöne Sachen. Eine Laserpistole, mit der können wir unsere reparieren. Oh, und ein Pümpel. Hab ich schon mal gesagt, dass ich geil auf Pümpel bin? Ich finde Pümpel einfach... Pümpel sind erregend. Ja. Das ist so wie die Löschschlauch-Spritztüte. Automatische Wartung. Impulsgranaten. Impulsgranate, Renate. Weißt du was? Ich mach mal hier kurz einen Schnellspeicherstand. Weil der hier ist sehr leicht verschlossen, sagt er, aber ich glaube das nicht. Wetten, das braucht 100.000 gib her. Mal sehen, wie gut ich das hinbekomme. Was ist denn mein Lieblingswort hier? Gaunt finde ich toll, weil ich es nicht kenne. Saves. Also A muss es sein. Ein A. Caves. Eagle vielleicht? Ha! Du meine Güte. Ich bin ja eigentlich ziemlich gar nicht schlecht. So, dann Wartungsroutine starten. Ladefrequenz. Sequenz. Moinsen. Na du? Bist du lieb? Ja, den dürften wir eigentlich im Endeffekt irgendwie voll in die Fresse. Ich glaube, das hätte man besser hinbekommen können. Aber nun denn. Au! Hör auf, mir weh zu tun. So. Nuka-Lurk-Flash. Initialisiere Programm Excalibur. Das ist geil. Hau rein, Kollege. Mach mal schön Excalibur. Ich guck dabei zu. Schnellspeicherstand. Falls irgendwas Unschönes passiert. So. Der Robi-Stiefel darunter. Das finde ich gut. Hier ist nichts los. Ja, ich glaube mal, dass da strahlt, ne? Nein, da gehen wir nicht rein. Also okay, das hat sich dann erstmal erledigt. Wir werden hier nicht weitergehen. Ich denke, wir werden hier eine Queste kriegen. Auf Dauer irgendwann. Oh. Das heißt also, die Nuka-Cola-Fabrik ist für uns erstmal Geschichte. Wir gehen hier raus. Armer Robi, es tut mir so leid für dich. Warte mal. So, das ist ein Stück von ihm. Und was noch bleibt, das ist nur ein Teil von dir und der andere. Was auch immer geht mit mir oder so. War noch mal so ein Lied, ich weiß es nicht. Es gab so einen Scheißschlager früher. Entschuldigung, natürlich Stuhlschlager. Wir machen jetzt, wenn wir hier schon mal in der Gegend sind, lass mich mal gucken, wie die Gepäcklage aussieht. Alter, wir haben erst die Hälfte belegt. Wir müssen hier noch ein bisschen. Warte. Natürlich waffenmäßig müssten wir uns dann anders ausrüsten. Wir können sogar im Endeffekt sogar noch ein bisschen besser werden in der Sache.
Laserpistole, Popole, Schnuppi, 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 Schnieschna, Schnappi, das kleine Schnappodil, Sturmgewehr.